Einen schönen guten Morgen Ihnen und euch allen. Herzlich willkommen zu unserer Baustellenkonferenz zum Thema alternde Gesellschaft. Ich begrüße Sie und euch ganz herzlich und freue mich, dass wir hier in so großer Zahl heute zusammenkommen können, um dieses Thema gemeinsam in ausführlicher Form zu besprechen, miteinander ins Gespräch zu kommen, in den Austausch und natürlich auch die Diskussion. Ich freue mich über die vielen Gäste, die uns heute hier auch zugesagt haben, mit entsprechenden Beiträgen dazu einen Input zu leisten und mit uns gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Und zu Beginn möchte ich einmal unsere Ministerin Lisa Paus, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend begrüßen und bei der Gelegenheit ihr auch ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren. Und wir danken dir umso mehr, dass du uns heute hier an diesem hoffentlich sehr schönen Tag, zu dem wir dir alles Gute wünschen, trotzdem die Ehre erweist, hier mit dabei zu sein und eine Keynote im Anschluss zu halten. Und als zweites möchte ich auch Katharina Hinz vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, die geschäftsführende Direktorin, sehr begrüßen für das Berlin-Institut, mit dem, der wir als Kooperationspartnerin, als Kooperationspartner sehr eng zusammenarbeiten und diese Konferenz hier gemeinsam organisieren. Herzlichen Dank. Und darüber hinaus will ich auch hier an dieser Stelle schon die Teilnehmenden des anschließenden Podiums einmal begrüßen. Anja Piel vom DGB, Mitglied im Geschäftsführenden Bundesvorstand, und Professor Dr. Clemens Tesch-Römer vom Deutschen Zentrum für Altersfragen und Professor Dr. Achim Truger, Professor für Sozioökonomie an der Universität Duisburg-Essen. Herzlich willkommen, dass Sie heute mit dabei sind und gleich im Anschluss hier an die Keynote mit uns die Herausforderungen der alternden Gesellschaft, Wirtschaft, Alter und Infrastruktur mit uns diskutieren. Es ist eine aufregende Zeit, in der wir das diskutieren. Sicherlich eine, in der bestimmte Fragen auch nochmal im neuen Licht erscheinen. Denn diese Baustellenkonferenz zum Thema alternde Gesellschaft findet natürlich in einem Kontext jetzt statt, in dem wir erleben, dass die langfristigen, schon bekannten Herausforderungen, die wir nun auch dank der Arbeit des Berlin-Instituts zum Beispiel zum demografischen Wandel alle auch verstanden haben und angehen wollen, dass die plötzlich natürlich auch unvorhergesehenen neuen Entwicklungen gegenüberstehen und wir auch ein Stück weit einen Realitätscheck erleben. Nicht nur mit Blick auf die Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik oder der Energiepolitik und der Frage, wie wir Sicherheit auch im Energieversorgungssinne darstellen, sondern vor allen Dingen auch mit der Frage, mit Blick auf den sozialen Zusammenhalt und die Frage, wie können wir krisenfest bleiben und wie können unsere Institutionen auch des sozialen Zusammenhalts, die wir auf den Weg gebracht haben, wie können wir diese krisenfest bewahren und weiterentwickeln. Viele Fragen stellen sich natürlich auch mit Blick auf die Zukunft neu. Und was heißt das jetzt auf die heutige Konferenz? Mit Sicherheit ist die heutige Konferenz eine Erinnerung in zweifacher Hinsicht. Nämlich zum einen erinnert sie daran, dass Fragen der sozialen Absicherung und des sozialen Ausgleichs, die aktuellen Krisen neu stellen, immer auch vor dem Hintergrund der Realität unserer alternden Gesellschaft zu betrachten sind. Zum anderen erinnert die heutige Konferenz auch daran, dass das Thema alternde Gesellschaft eine allgemeine Frage aufwirft, nämlich wie krisenfest, wie schon gesagt, sind unsere sozialen Instrumente und Institutionen. Auch und gerade jene, die gebaut wurden und werden, um ein Leben im Alter zu ermöglichen. Diese Fragen stellen sich natürlich jetzt noch mal ganz besonders. Das Thema alternde Gesellschaft ist damit ein politischer Dauerbrenner, über das bereits sehr viel Wissen auch geschaffen wurde. Das Stichwort demografischer Wandel begegnet uns überall. Wir wissen, dass die letzten starken Geburtenjahrgänge nun ins Rentenalter eintreten. Die einschlägigen Zahlen aus der Sozialstrukturanalyse liegen auf dem Tisch. Die kommenden Jahrzehnte sind in dieser Hinsicht sehr gut vorhersehbar.
Die Grundherausforderung ist also bekannt. Deutschland leistet sich eine starke Umverteilung zwischen den Generationen durch öffentliche Ausgaben für Bildung, Rente, Gesundheit, Pflege, Arbeitslosigkeit und Soziales. Diese Transfers geraten allerdings bei einer alternden und schrumpfenden Bevölkerung stark unter Druck. Es gilt, soziale Absicherung und Ausgleich zu erhalten und die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen auch in Zukunft zu sichern. Es gilt, Investitionen für eine altersgerechte Gesellschaft zu tätigen und auch Investitionen, die die ökologische und digitale Transformation vorantreiben. Das gemeinsam zu denken und darauf auch gemeinsame Antworten zu finden, ist sicherlich die größte Aufgabe unserer Zeit. Die Fragen auch der Transformation, sowohl der ökologischen Transformation, aber auch der Veränderungen mit Blick auf, eben auf die globalisierten und digitalisierten Realitäten nochmal auch zu beziehen auf die Fragen der sozialen Absicherung, der Institutionen und der Erneuerung dieser und auch ihrer wirtschaftlichen, finanziellen Grundlagen neu zu stellen. Das ist die Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Und wir haben Veränderungsdruck an vielen Stellen in unserer Wahrnehmung des Alters und des Alterns, in unseren familiären Netzwerken und eben in unseren öffentlichen Infrastrukturen und Sozialsystemen und im Gesamtgefüge unserer gesellschaftlichen Institutionen natürlich auch. Wie wir diesen Veränderungsdruck bestmöglich und proaktiv gestalten können, das ist die zentrale Frage des heutigen Tages. Und dabei wollen wir nicht nur in die Abstraktion gehen, sondern immer wieder auch auf individuelle Lebenssituationen von SeniorInnen schauen und auf ihre ganz konkreten Herausforderungen im Alltag. Können sie gut wohnen und sich gut im öffentlichen Raum bewegen? Wie, wo, von wem werden pflegebedürftige ältere Menschen gepflegt? Und wie verhindern wir als Gesellschaft Armut im Alter, wie auch Einsamkeit? Diese und andere Fragen wollen wir heute hier in unserem Haus gemeinsam durchaus auch gerne kontrovers diskutieren. Es gibt die unterschiedlichen Themenforen zu Wohnen, der Care-Arbeit, politischer Partizipation, Pflege, Digitalisierung, Arbeit im Alter und Rente. Also sehr vielfältig und im Foyer wird sogar noch vielfältiger. Auf dem Markt der Möglichkeiten stellen viele spannende Initiativen und Projekte ihre Arbeit und ihre Ideen zur Gestaltung unseres Alters und alternsgerechten Gesellschaft vor. Dazu begrüße ich Sie noch einmal ganz herzlich. Freue mich, dass Sie alle da sind und freue mich jetzt auf die Keynote von dieser Pause. Fehlt noch was? Bitte. Wir haben uns gerade noch mal kurz abgesprochen. vielen Dank, Herr Albrecht. Ich bedanke mich. Es war uns eine große Freude, dass wir hier unsere Köpfe zusammengesteckt haben, um die Konferenz gemeinsam vorzubereiten. Sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Mitglieder des Deutschen Bundestages, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie jetzt auch im Namen des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung. Der demografische Wandel ist heute ein Thema öffentlicher Auseinandersetzung. In der Politik wird diskutiert, wie Sozialsysteme künftig möglichst alle Menschen absichern können. In der Arbeitswelt gewinnen ältere Fachkräfte zunehmend an Bedeutung, auch aufgrund des Fachkräftemangels. Und in ländlichen Gegenden mit schlechten Teilhabechancen müssen BürgerInnen und Kommunen gemeinsam Lösungen finden, um die alternde Gesellschaft zu organisieren. Es wird debattiert, mitunter auch kontrovers, und das ist gut so. In der Gründungsphase des Berlin-Instituts war die Situation eine ganz andere. Der demografische Wandel war als Zukunftstrend noch weitgehend unbekannt. Zumindest war er vielen Menschen kein Begriff. Heute, 2 Jahrzehnte später, ist das ganz anders. 3/4 der Menschen im Land wissen um den demografischen Wandel und seine Folgen. Jede zweite Person verbindet mit dem Begriff demografischer Wandel den Prozess, dass wir immer älter werden, als Bevölkerung, aber auch als Individuen. Das kommt nicht von ungefähr, denn wir erfahren Alterung oder Zeichen einer alternden Gesellschaft auch in unserem Alltag. Zum Beispiel Kommunen oder Vereine stellen in Fußgängerzonen neue Plauderbänke auf. Öffentliche Gebäude werden barrierefrei. Ältere engagieren sich, wie 2015 oder auch in diesem Jahr, für Geflüchtete.
Im Job bleiben Kolleginnen noch auf Teilzeitbasis übers Rentenalter hinaus im Team. Die dahinterliegende Entwicklung lässt sich auch in Zahlen ausdrücken. 2035 dürften in einigen Kreisen, gerade im Osten des Landes, etwa 40% der EinwohnerInnen 65 Jahre und älter sein. Das ist vielleicht ein extremes Beispiel. Die Alterung ist in den einzelnen Regionen Deutschland unterschiedlich stark fortgeschritten. Dies sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Bevölkerung in allen Regionen altert. Seit 1991 ist das Medianalter, das die Bevölkerung in zwei gleich große Gruppen teilt, um 8 Jahre gestiegen und liegt heute bei so ungefähr 46 Jahren. Im europäischen Vergleich ist nur Italien noch älter als wir. Diese Entwicklung berührt zahlreiche Lebensbereiche, von der öffentlichen Daseinsvorsorge über Wohnen, Erwerbsarbeit, Rente und gesellschaftliche Teilhabe bis hin zu Pflegesettings. Sie spiegelt sich auch in der Themenvielfalt dieser Konferenz und in den Foren und Panels, die wir für Sie vorbereitet haben, wieder. Die gute Nachricht dabei ist, die Alterung unserer Gesellschaft ist in der Grundtendenz, Herr Albrecht hatte das bereits auch gesagt, gut vorhersehbar. In den nächsten 4 Jahrzehnten werden die großen Babyboomer-Jahrgänge, die heute etwa 30% der Bevölkerung stellen, und ich gehöre auch dazu, die höheren Altersgruppen dominieren. Das Wissen um diese Entwicklung gibt uns heute schon die Möglichkeit, für die Zukunft zu planen. Übrigens ist bei der Debatte eines sehr wichtig: dass die Bevölkerung altert, ist nicht per se gut oder schlecht, aber es ergeben sich daraus Herausforderungen für Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Wie Infrastruktur und Versorgung für alle Altersgruppen sicherstellen, wie Älteren ermöglichen, ihre Potenziale auch nach Renteneintritt einzubringen, wie verhindern, dass soziale Ungleichheiten im Alter noch verstärkt werden. Diese Herausforderungen erfordern kein rein demografisches Expertenwissen, sondern politische Debatten und Entscheidungen. Deshalb freuen wir uns als Berlin-Institut, zu diesem Diskurs beizutragen, heute gemeinsam mit der Heinrich-Böll-Stiftung und allen Teilnehmenden auf dieser Konferenz und auch in Zukunft mit unseren Studien und Analysen. Ich wünsche Ihnen und uns interessante Diskussionen und Austausch von Erfahrungen in den Foren und lassen wir uns inspirieren durch die vielen Praxisbeispiele in unseren Lightning Talks in den Pausen. Aber zunächst einmal darf ich jetzt unsere Rednerin begrüßen und aufs Podium bitten. Frau Ministerin, Sie haben das Wort.